Tja, wenn es wirklich der gleiche Täter ist, dann hat der eine breite Streuung. Ja, dann geht der wahllos vor. Erst eine Frau, dann ein Mann. Hm? Ja, aber Schätzelein, die Taten müssen ja nicht zusammenhängen, oder? Aber Schätzelein, denk doch mal nach, die wurden beide erdrosselt. Die Tatorte liegen ganz nah zusammen. Ja, ein großer Zufall, ne? Kennen Sie diese Frau? Nö. Dann schauen Sie doch bitte mal ganz genau hin. Ja, mein Gott, die hat ein paar Mal bei uns eingekauft, als ich da noch gearbeitet habe. Die hat mich halt immer so nett angelächelt. Aber Sie kannten sie nicht näher? Nein, ich habe die Frau nicht umgebracht, ehrlich. Ich hatte ja mit Jonas Anns Mutter gesprochen. Es gibt tatsächlich eine Verbindung zu dem Supermarkt. Ja? Wieso? Weil der Junge da gejobbt hat, seit 2 Jahren als Kassierer. Ach, auch am Tag seines Verschwindens? Genau. Ich habe Amir sofort benachrichtigt und der ist sofort dahin gefahren. Der Junge ist nämlich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit gekommen. Ach, guck mal, Amir hat mich gerade angerufen, dass Jonas Anns Auto nicht anspringt. Ach. Das wird gerade schon eingeschleppt. Und jetzt vermutet Amir, dass das genauso wie Lena Mietz Auto präpariert wurde. Das liegt auf der Hand. Also der Täter wollte, dass die Opfer laufen. Ja, richtig. Und deshalb hat er denen angeboten, dass er sie mitnimmt. Ja. Deshalb hat man auch keine Schreie oder sowas gehört, weil die alle freiwillig eingestiegen sind. Ja. Warum hat er die Opfer dann getötet? Es gibt keine sexuellen Handlungen. Die Opfer sind offensichtlich nicht gequält worden. Es gibt keine Verbindung zueinander. Pure Mordlust? Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir präparieren ein Auto und ich stelle mich damit auf den Parkplatz. Und dann warten wir mal ab, was so passiert. Vielleicht kommt ja jemand und nimmt mich mit. Jo, kannst du vergessen, das ist viel zu gefährlich. Ja, wieso denn? Das ist nicht so gefährlich. Die Kollegen bleiben in der Nähe, ich krieg hier Verkabelung und so. Nein. Klar, Nina, soll ich das so dem Staatsanwalt erzählen? Weißt du, was der mir dann erzählt? Eben. Ach kommt, Leute, lasst es uns wenigstens probieren. Habt ihr eine andere Idee? Mensch, wann kommt denn hier jemand, Christian? Mein Auto springt irgendwie nicht an. Nee, da reicht mein Fachwissen einfach nicht aus. Aber vielleicht kann ich sie ja noch irgendwo mit hinbringen. Ach, wirklich? Das wäre so nett von Ihnen. Ich wohne auch nicht weit weg von hier. Ich würde sagen, da brauchst du wohl einen Abschleppdienst. Einzige, was ich dir anbieten kann, ich kann dich schon mal nach Hause fahren. Oh, das wäre nett. Ja, danke. Super. Fahr ich rein. Hey, was soll das? Nehmen Sie die Hand da weg. Hallo, Püppchen, stell dich mal nicht so an. Du tust mir was, ich tu dir was, ich helfe dir, du hilfst mir. Ja, genau, okay? Haben Sie mich nicht richtig verstanden? Nehmen Sie die Hand da weg! Nein, oder ich rufe die Polizei! Bleib doch mal locker, Hummer! Doch, jetzt ist es los! Hey. Anhalt! Was willst du denn jetzt? Und den Motor ausmachen. Hier, langsam die Tür aufmachen. Was soll denn der Mist? Oh. Diese beiden jungen Leute wurden auf dem Supermarktparkplatz entführt und getötet. Und? Ich kenne die beiden nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Mhm, klar. Und mit Ihrer Kollegin vorhin, mein Gott, ich habe ein bisschen geflirtet. Nicht mehr, nicht weniger. Geflirtet? Sie haben sie bedrängt, Mann. Oh, ich bin da ans Knie gekommen, die hat's falsch aufgenommen. Und außerdem ist die Schnitzel doch selber schuld. Da, wann steigt man dann noch zu fremden Leuten ins Auto? Ja, da kommt mir wer weiß doch was für Gedanken. Ey, wie bitte? Selbst schuld? Der Typ, der spinnt ja wohl. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mich anzugrapschen. Reg dich doch nicht so auf, du hast ja recht, aber wart mal ab, der kriegt sein Fett schon noch weg. Ja, das hoffe ich. Ich hoffe, der lernt da draus. Ich frag mich echt, ob der Kotzbrocken unser Täter ist. Mann, der ist ein Schmierlappen, so viel ist klar. Die Frage ist nur, ob er wirklich dazu fähig ist, jemanden umzubringen. Haben Sie das mit Lena Miet und Jonas Anns auch so gemacht? Hä? Sie haben angeboten, sie mitzunehmen und die beiden sind dann zu Ihnen ins Auto gestiegen. Papp, nichts habe ich. Ich habe keinen mitgenommen.
Haben sie doch. So, und dann haben sie bedrängt im Auto. Und die beiden wollten flüchten. Und zumindest Frau Miet, die haben sie dann mit dem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und sie danach entrosselt. So ein Scheiß. Ich bin heute das erste Mal in diesem Supermarkt gewesen und Sie kommen jetzt mit so einem Bullshit. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mit den beiden gar nichts zu tun. Ich kenne die gar nicht. Und außerdem bin ich nicht schwul. Ich wollte Sie beruhigen letztendlich. Hast du gehört? Nicht, mehr, nicht weniger. Also schlagfertig ist der Kollege. So viel muss man ihm lassen. Findest du den jetzt noch cool oder was? Die hat's falsch Mensch, Nina, jetzt. Ganz einfach. Die hat ein bisschen ey, guck dir doch mal den Typ an, Mann. Das ist eine arme Wurst. Allein schon die Frisur. Was soll denn der machen? Das ist seine Möglichkeit, meine Frau klarzumachen oder die nur mal ansatzweise zu berühren. Ja, eben. Ich kriege jetzt noch einen Brechreiz, wenn ich daran denke, dass der mir an die Wäsche wollte. Ich weiß gar nicht, warum ich hier sitze. Und dann sind wir auf eine Faserart gestoßen, die an der Kleidung, Entschuldigung, an der Kleidung sämtlicher Opfer zu finden war. Das kann was heißen. Ja, Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Laut LKA handelt es sich bei dieser Faserart um eine, die zur Herstellung von Fellschonbezügen für Autos verwendet wird. Ach. Also daraus würde ich jetzt mal schließen, dass... Ja, dass die alle in dem gleichen Auto gefahren sind. Genau. Hm, naja. Aber dadurch haben wir immer noch keinen Hinweis auf den Fahrzeugtyp. Nee, ganz bestimmt nicht. Also meines Wissens werden solche Fellschonbezüge bei keinem Autotyp ab Werk mitgeliefert. Hm. Die muss man schon selber bestellen. Wie sieht's denn mit Zeugen aus? Schlecht. Gar nichts. Ganz ehrlich, wenn du mich fragst, sucht nach einem älteren Täter. Ja, oder ein älterer Fahrzeughalter. Ich meine, bei jüngeren Leuten liegen solche Fellschonbezüge mit Sicherheit nicht im Trend. Ach was. Also ich würde dich ja jetzt auch mal als jüngere Leute bezeichnen, ne? Ja. Ja. Aber irgendwie bist du mir so der Typ, der solche Fellschonbezüge auch im Auto hat, um die Sitze zu schonen. Sehr witzig, Conny. Weißt du was? Ich habe gar kein Auto. Der Umwelt zuliebe. Boah, ich fass es nicht, ehrlich. Manche Typen denken echt, sie wären so unwiderstehlich, dass wir Frauen nur darauf warten, von denen angegrapscht zu werden. Du hast absolut recht, Nina. So sauer habe ich dich ja lange nicht erlebt. Ja, ich bin auch sauer, weißt du, weil der Typ kein Unrechtsbewusstsein hat. Wenn der es nicht war und wenn der nicht verknackt wird, dann macht er das bei der nächsten Gelegenheit wieder. Ja, damit müssen wir rechnen. Aber der Bernie wird ihm schon zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Warte mal ab. Ja, das macht er nicht nochmal. So, jetzt geht's zum Erkennungsdienst. Ich habe damit nichts zu tun. Ist schon klar, ist schon klar. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke, ja, Speichelprobe und Ihre Kleidung wird abgeklebt. Sonst noch was, meine Herren. Aber Nina, mal abgesehen von dem, was der mit dir abgezogen hat, ne? Denkst du, der kommt als Täter für die Sache in Frage? Ich weiß es nicht. Weißt du, wünschen würde ich mir das, damit die Parkplatzaktion wenigstens Erfolg hätte, aber... Das hoffe ich natürlich auch. Vor allen Dingen können wir ja nicht sicher sein, ob der Täter es nicht schon auf das nächste Opfer abgesehen hat. Ja, eben. Und während wir hier sitzen und grübeln, hat er vielleicht schon die nächste gefunden. Ja, klar. Was gibt's denn bei Malik? Ach so, das war ganz interessant. Also der hat an der Kleidung beider Opfer Fasern von solchen Fellschonbezügen gefunden. Den habe ich schon mal gesehen. Wir haben DNA-Spuren gefunden von Lena Miet und Jonas Anz in ihrem Fahrzeug. Sie haben die beiden mitgenommen und sie haben sie getötet. Warum? Weil sie schuld sind. Schuld am Tod meiner Sarah. Sarah ist mein Sonnenschein. Meine einzige Tochter. Ihre Mutter hat uns verlassen, als sie geboren wurde. Was ist mit Sarah passiert? Wir wohnen im 6. Stock. Ich weiß nicht wie, aber sie muss es geschafft haben, ein Fenster zu öffnen. Man hat sie nur noch tot aufgefunden. Ich habe es für sie getan. Aber was haben die Leute, die sie umgebracht haben, damit zu tun? Sie hatte Bauchweh, Durchfall. Ich wollte doch nur einen Tee holen. Ich hatte niemanden, der auf sie aufpassen kann. Also habe ich sie ins Wohnzimmer gesetzt und dachte mir, die 5 Minuten, das wird schon gehen zum Supermarkt. Aber? Dann war da diese Frau an der Kasse und ich fragte, lassen Sie mich doch bitte vorbei, ich hab's eilig. Aber sie wollte nicht. Das war Lena Miet. Und Jonas Arns?
In der ganzen Hektik habe ich mein Portemonnaie vergessen. Ich habe versucht, ob ich nicht anschreiben lassen kann. Er wollte das nicht. Also hat er auch noch den Geschäftsführer geholt. Dann haben die auch noch diskutiert miteinander. Und letztendlich habe ich diesen bescheuerten Tee sowieso nicht bekommen. Deshalb sind Sie heute noch mal zurück zu diesem Supermarkt. Sie mussten sterben! Sie haben mein Leben zerstört! Bei Matthias Hörter wurde eine krankhafte seelische Störung festgestellt. Das Schwurgericht konnte ihn deshalb nicht wegen Mordes verurteilen, ordnete aber seine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Björn Sprenger wurde wegen sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt.